Hallo, ich bin Hanno, ich arbeite im Menschenrechtsbereich der GfBV. Ich habe Politik studiert und wollte mich nach dem Studium auch weiterhin politisch engagieren, aber nicht in einer Partei. Und so bin ich dann zur GfBV gekommen. Das war der Moment, als ich gehört habe, dass zwei mauretanische Menschenrechtler, die in ihrem Heimatland gegen Sklaverei kämpfen und zu Unrecht zu 2 Jahren Haft verurteilt wurden, als die vorzeitig aus der Haft entlassen wurden. In meiner Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden, gehe wandern, mache Sport, esse gerne Chips und diskutiere über Politik, aber auch gerne über Fußball.